Janis, willkommen in Cottbus. Du kennst das ja alles rundherum. Wie ist es, wenn man in dieses Stadion aufläuft mit dieser Kulisse im Hintergrund? Musst du auch für irgendjemanden, der mal hier war, so ein bisschen bedrückt sein? Mensch, warum bin ich weggegangen? Oder hast du das längst vergessen, was Cottbus mal war? Längst vergessen habe ich auf jeden Fall nicht. Es war auf jeden Fall eine super schöne Zeit. Ich hatte viele Freunde kennengelernt auch. Und ja, klar, es ist mega hier zu spielen. Ist ja, glaube ich, der Traum von jedem Jugendspieler, der bei Energie ist, mal in dem Stadion aufzulaufen. Das auf der anderen Seite ist es vielleicht ein Stück weit schade, aber was soll man machen? Ihr wart ganz dicht dran am Punktgewinn heute. Worauf würdest du zurückführen, dass es dann doch nicht ganz gereicht hat? Das ist schwer zu sagen. Es ist jetzt schon das dritte Mal die Saison, dass wir in der 90. plus Punkt aus der Hand geben. Vielleicht ist es am Ende ein Stück weit fehlt an Erfahrung. Wir sind eine junge Mannschaft und dann vielleicht auch die nötige Konsequenz am Ende, das Spiel dann, also die Punkte dann über die Spiellinie zu bringen. Willkommen zurück. Vielen Dank. Wie war es gewesen, die Zeit? Wir haben uns immer wieder getroffen und gesagt, ja, es wird schon, es wird besser. Und dann am Ende ging es dann doch ziemlich schnell und überraschend schnell. Aber umso schöner heute, dich als Wechselspieler hier auf dem Platz zu sehen. Ja, vielen, vielen Dank. Also danke für die Worte. Es ist emotional, es tut gut. Ja, es war eine lange Leidenszeit und auch schwierige Tage. Da muss man schon die Geduld bewahren und ja auch mal durch kleine Täler durch, aber dafür macht man es dann. Ne? Wenn man heute, egal wie lange, wieder auf dem Platz steht, dieses Gefühl wieder bekommt, mit den Fans dann in der Kurve eben zu stehen, habe ich zu Dennis Lama eben auch gesagt, dafür arbeitet man dann auch in der Reha jeden Tag und von daher, mir geht es super. Ich freue mich, dass wir so eine Moral bewiesen haben, bis zum Ende daran geglaubt haben und ich glaube, das kann schon ein Schlüsselmoment sein. Und das sollte uns als Mannschaft auszeichnen, dass wir immer dran glauben und am Ende dann so ein Spiel dann auch für uns entscheiden können. Aber ja, für mich ein unfassbar schönes Gefühl, wieder da zu sein. Umso besser, wenn es drei Punkte gibt. Ne? Du bist in eine Phase reingekommen, wo man schon hadern hätte können. Es ist immer angelaufen. Es gab viel Kampf, viel Krampf und leider kaum Abschlüsse. Und dann kommst du rein und sollst das Ding noch richten. Was hat der Trainer dir gesagt? Der Trainer hat mir gar nicht viel gesagt. Ich glaube, dass ich wieder da bin, ist für mich eine tolle Sache und ich verspüre das auch jeden Tag im Training, dass ich einfach Lust habe auf Fußball, weil es einfach lange nicht möglich war und dann weiß man sowas auch zu schätzen und ich habe versucht, ein bisschen Ordnung wieder reinzubringen, ein bisschen Ballsicherheit, dass man, glaube ich, wieder ein bisschen mehr den Ball in den eigenen Reihen hält und nicht so ein wildes Spiel in beide Richtungen sieht. Ich glaube, da sind mir zwei, drei Aktionen ganz gut gelungen, aber wie gesagt, wir haben dran geglaubt, wir sind angerannt, auf dem Platz auch nicht immer so leicht, da verspringt auch mal der ein oder andere Ball. Und dann darf man eben nicht das Hadern anfangen, sondern vielleicht reicht dann manchmal eine Aktion. Und das hat man gesehen. Und das sollte uns auch Auftrieb geben für die nächsten Wochen.